liebe Rollerfreunde, hier ist wieder Nicole von Scoot Repair und wir möchten uns als allererstes mal bei euch bedanken für die 10.000 Abonnenten, die wir jetzt erreicht haben. Und zur Feier des Tages gibt es heute auch mal wieder ein neues Video von uns. Wie ihr sehen könnt, steht hier schon eine Piaggio SKR 125 Kubik. Das ist ein Urgestein und die läuft nicht. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, woran das liegt. Wir werden Step by Step vorgehen, erstmal gucken, hat sie einen Zündfunken, hat sie Kompression und dann weiterschauen, wo genau das Problem liegt. Erstmal haben wir natürlich einen kleinen Teststart, ob sie überhaupt reagiert, wenn man Zündschlüssel umdreht und so weiter. Aber wie wir jetzt vorgehen, was wir da genau machen, zeigen wir euch jetzt. Als allererstes werde ich jetzt mal schauen, ob wir sie überhaupt gestartet kriegen. Was passiert, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe? So, da passiert schon mal gar nichts. Ja, reagiert null. Normalerweise würde jetzt hier die Tankanzeige hochgehen, also ist die Batterie wahrscheinlich auch leer. Also werden wir als allererstes mal die Batterie tauschen gegen eine frische Batterie, damit wir hier überhaupt irgendwas schon mal sehen können. So, dazu schraube ich mal das Batteriefach auf. Als erstes haben wir das Multimeter mal rangehalten, das hat 8 Volt angezeigt. Jetzt machen wir nochmal einen Batterietester. Als zweite Überprüfung, das zeigt ja 7,8 und mit der Zusatzinformation tot. Aber da kann man nochmal schauen, ob die nochmal geladen werden kann, die Batterie. Das versuchen wir auf jeden Fall und bauen aber erstmal eine neue ein, damit wir wieder Strom haben. Schauen wir mal mit der neuen Batterie. Jetzt gehen zumindest schon mal Lichter an. Blinker ist gleich angegangen. So. Versuchen wir zu starten. Scheinwerfer machen wir mal aus. Jetzt versuchen wir mal zu starten. Da passiert nichts. Okay. Also, wie wir gerade getestet haben, Elektronik funktioniert soweit, Tankanzeige geht auch wieder. Allerdings springt der Roller nicht an. Und jetzt schauen wir mal nach dem Zündfunken bzw. der Kompression zuallererst, ob das in Ordnung ist. Und wenn das in Ordnung ist, dann schauen wir weiter zum Vergaser und gucken, ob da die Problematik besteht. So, hier haben wir die Zündkerze, den Zündkerzenstecker. Ja, die Zündkerze war gar nicht richtig fest eingeschraubt. Jetzt werde ich die nochmal festdrehen und einfach nochmal probieren, ob er dann startet. Manchmal ist ja der Fehler ganz simpel. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann müssen wir weiter gucken. Ja, es kann aber auch sein, dass der Vorbesitzer schon was probiert hat, die Zündkerze schon mal rausgedreht hat und die einfach nicht mehr fest reingedreht hat. Deswegen muss man jetzt mal schauen. Testen das mal. Nicht die Ursache. Also nehmen wir die mal raus. Jetzt gucken wir mal nach dem Zündfunken bzw. nach der Kompression, ob das in Ordnung ist. Dazu steckt man die Zündkerze einfach hier. Das ist die simpelste Version. Es gibt natürlich auch andere Gerätschaften und so weiter, aber wenn man das mal eben selber testen möchte, kann man das machen, indem man die Zündkerze ans Chassis anlegt, dass die Zündkerze Masse bekommt. Ja, und dann startet man den Motor und schaut, ob ein Zündfunken zu sehen ist. So, Zündfunken war vorhanden. Jetzt schauen wir mal nach der Kompression. So, jetzt eine Kompressionsmessung. Schauen wir mal. So, Kompression liegt bei 10 Bar. Das ist optimal, würde ich sagen. Also daran sollte es nicht liegen. Schauen wir mal, gehen wir mal zum Vergaser, zur Spritzufuhr, ob da vielleicht das Problem liegt. So, Zündkerze können wir wieder eindrehen bzw. einmal sauber machen, nach dem Elektronenabstand schauen, ob der noch okay ist.
Wir haben jetzt zwar die Wartungsklappe, man sieht zwar, man kommt ein bisschen an den Vergaser ran, aber es reicht mir nicht. Ich will auch richtig schön rankommen und auch hier hinten beim Luftfilter Ansaugstutzen. Deswegen werde ich jetzt alles abbauen und den Sitz rausnehmen. So. So. Kommt schon mal ein kleiner Schluck Benzin direkt raus. Das heißt, sieht schon mal so aus, als würde da irgendwas fließen. Das können wir auch testen, indem wir einfach mal ankicken. Einmal kurz. Und wir sehen, das Glas füllt sich ein wenig. Also es fließt Benzin nach. Das heißt, Benzin wird gefördert. Also schauen wir uns den Vergaser genauer an. Mal gleich mal nach dem Gasschieber. Der hat keine Riefen, sieht noch ganz gut aus. Unter Druck, Ölanschluss, fehlt die Klemme. Da werden wir auch eine ersetzen. So. Und da haben wir ihn. Er sieht auch von außen schon etwas dreckig aus. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen dann an. Wir werden hier die Heizung abschrauben, den E-Schub und so weiter. Könnte ja auch sein, dass der nicht aushält. Genau. So, der fährt nicht mehr ganz ein. Das ist auch schon etwas verdächtig. Ich werde jetzt aber den dreckigen Vergaser nicht wieder einbauen und nur den Schok wechseln, sondern ich werde den jetzt nochmal komplett reinigen. Einen anderen Schok natürlich dann einbauen, einen neuen, der auch wieder ordentlich einfährt. Und dann schauen wir mal, ob er startet. So, Vergaserheizung. Genau, zum Thema Schok hatten wir auch schon ein Einzelvideo gemacht. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Das werden wir euch in die Beschreibung mit rein verlinken. Warum der jetzt für uns nicht mehr gut aussieht, darauf gehen wir in dem Video näher ein. Hier schauen wir jetzt nochmal, wie die Düsen aussehen und werden dann das Ganze im Ultraschall dort reinigen. Die Vermutung liegt jetzt erstmal auf dem Vergaser, beziehungsweise müssen wir den ausschließen, bevor wir weiterschauen. So. Dichtung. So. Jetzt war ein Schraubendreher.
Hauptdüse ist in der Regel frei. Das ist meistens die Nebendüse, die er da macht. Die ist aber nicht komplett frei, die ist ein bisschen zugesetzt. Jetzt schaue ich mir nochmal die Nebendüse an. Bisschen kann man durchschauen. So, jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen nach der Reinigung. Und dann schauen wir mal. Schraube ich den neuen Schok an. Jetzt kommt unten der Ablassschlauch wieder dran. Da machen wir auch noch eine Schelle zusätzlich mit dran. So. Jetzt ist der Vergaser wieder einbaufertig und das werden wir jetzt auch machen. Jetzt mal die Batterie an und dann werden wir mal testen, ob der Roller anspricht. Für den Teststart habe ich mir den Roller jetzt mal in die frische Luft geschoben. Jetzt schauen wir mal, ob es das gewesen ist oder nicht. So, wie ihr sehen konntet, der Roller läuft wieder. Mission erfolgreich erfüllt. Wir werden das Ganze jetzt hier wieder zusammenschrauben, aber für dieses Video war es das erstmal. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr abonniert uns oder lasst uns ein Like oder ein tolles Kommentar da. Und dann sage ich wie immer, gute Fahrt, ciao. Jetzt guckt er schön vor sich hin.